möchte mit dir gerne über König David sprechen. Weißt du, der Prophet Samuel erhielt von Gott den Auftrag, zu gehen und einen der Söhne Isais zum König zu salben. Der bisherige König Saul war ungehorsam geworden und wurde von Gott verworfen. Und Gott sagte, ich werde mir jemanden wählen, der nach meinem Herzen ist. Und Samuel macht sich auf den Weg, kommt da in das Haus von Isai. Und Isai hat einen Haufen Söhne und er stellt sie ihm alle vor. Und im Geist realisiert Samuel, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, bis alle Söhne durch sind. Und dann ist die Frage, ja, ist da noch was? Und er fragt, gibt es da noch einen anderen Sohn? Doch, ja, da ist noch einer, der Kleinste, der ist bei den Schafen. Bei den Schafen. Das war sein Job. Hirte, die paar Schafe seines Vaters zu hüten. Das war weit draußen, irgendwo, allein, eben mit den Schafen. Und da musste er sich drum kümmern. Ein Schafhirte, das war so sein Lebenslos. Und wir wissen nicht, ob er jemals da rausgekommen wäre, nach dem Denken der Brüder. Oder vielleicht auch seines Vaters. Ein Hirte. Und sie holen David von der Weide und Samuel salbt ihn. Er salbt ihn und sagt, du wirst der nächste König über Israel werden. Eine gigantisch hohe Berufung. König über das Volk Gottes. Eine gigantisch hohe Berufung. Von Gott höchstpersönlich ausgesucht. Sendet er seinen Propheten. Mächtig. Und weißt du, was dann passiert? David geht wieder auf die Weide. Er geht wieder zu den Schafen. Wir lesen nicht, dass sie ihn großartig gefeiert haben oder applaudiert haben. Wir lesen nur als nächstes, dass er wieder bei den Schafen ist. Da heißt es nämlich später, als Saul nach David rufen lässt, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. David war genau da gelandet, wo er vorher war. Trotz der hohen Berufung. Vielleicht könnten wir uns vorstellen, dass er sich gesagt hat, war das jetzt ein Hirngespinst? War das ernst? War das nur ein frommer Wunsch? Hatte ich da irgendwas falsch verstanden? Oder war dieser Prophet Samuel ganz echt? War das die Wahrheit, was er gesagt hat? Oder hat er irgendwas Komisches gemacht? Es sah ja in nichts danach aus, dass er wirklich in diese Position kommen konnte. Sein Zustand hatte sich gar nicht geändert. Er war der Kleinste, war bei den Schafen. Dann wurde er gesalbt und danach war er immer noch der Kleinste und war wieder bei den Schafen. Und das ist etwas Interessantes, denn das erleben viele, viele Christen. Sie bekommen eine Berufung, sie bekommen eine Vision, sie bekommen einen Traum, sie bekommen von Gott etwas zugesagt, eine Prophetie, ein prophetisches Wort. Sie bekommen etwas, was Gott ihnen verspricht, eine Verheißung. Und sie freuen sich und nehmen es und das Nächste, was sie realisieren, ist, es hat sich nichts geändert. Sie stecken immer noch an der gleichen Stelle wie vorher. Und jetzt ist genau die gleiche Gefahr, dass du fragst, ist das wirklich wahr gewesen? Habe ich richtig gehört? Habe ich mir das eingebildet? Und an der Stelle musst du vorsichtig sein, denn dann kommt der Feind und versucht es dir zu rauben. Es ist egal, wie deine Umstände sind. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn der Herr dir eine Verheißung gegeben hat, halte daran fest, lass sie dir nicht rauben. David kam in die höchste Position. Es war ein mühsamer Weg, den der Herr ihn dahin geführt hat. Aber alles, was Samuel verheißen hatte, kam hervor. Nicht augenblicklich, nicht sofort. Es war ein langer Prozess in seinem Leben über viele Jahre. Aber es kam hervor. Und das gilt auch für dich. Lass dich nicht entmutigen, wenn du sozusagen wieder bei deinen Schafen bist. Lass dich nicht entmutigen, wenn du wieder alleine da bist und denkst, Mensch, gegen den Löwen, gegen den Bär habe ich doch schon lange gekämpft, jetzt sind die schon wieder da. Lass dich nicht entmutigen, sondern bleib dran an den Verheißungen. Halte fest und du wirst sehen, sie kommen hervor, wie David. Ein wunderbares Bild, ein wunderbares Beispiel für dich und mich, dass wir wissen dürfen, die Berufung, die Salbung, die Bestimmung, das Amt, die Prophetie, was Gott dir gegeben hat, es ist für dich. Halte es fest und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.